willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich drehe heute ein Video zu meiner Musical.ly-Routine, da ich eigentlich festgestellt habe, ich mache so viele Musical.ly-Reaction-Videos und habe bisher nur einmal eine Musical.ly-Routine gemacht und das glaube ich sogar, bevor ich Musical.ly-Reaction gemacht habe. Und daher, dass sich meine Musical.ly's sehr stark geändert haben, dachte ich, es wird Zeit... Ah, mein Handy ist gerissen und ich habe da gerade voll reingefasst. Dachte ich, es ist mal wieder Zeit für eine Musical.ly-Routine. Als allererstes, ich suche meine Lieder immer so aus, dass ich halt irgendwelche like, die mir halt gefallen und das suche ich mir jetzt auch was aus. Nein, da kann man nicht viel zu machen. Oh mein Gott, das kann ich an die Hand nehmen, Mann. Ich kann den Text nicht, ich hab Schiss drauf. Jetzt vorbei. Ganz wichtig bei mir ist immer, ich nehme einen Schönheitsfilter, weil nicht schön braucht man Schönheitsfilter. Ihr wisst Bescheid. Boah, das war scheiße, das ist ein echt cooles Musical.ly, aber dafür habe ich gerade keine Nerven. Wenn man so nah rangeht und eine Ringleuchte hat, dann sehen die Augen immer so mega cool aus. Ah, nee, ich muss da gleich in die Slow Motion rein. Okay, habe ich verstanden. Also ich mache es erstmal auf 4-mal schnell, weil das so am Anfang so schnell ist. Und dann ziehe ich von hier einmal herüber. Und zweite Mal, ich gehe auf 2-mal. Oh nein. Okay. Jetzt habe ich noch meinen Mund vergessen zu bewegen. Oh Mann. Okay. Ich glaube, das gefällt mir. Ich blende euch mal ein. Und jetzt kommt immer schwarz-weiß. Also machen wir irgendwo hin, wo kein Licht ist am besten. Und irgendeinen schwarzen Gegenstand, Schuhe. Weg von dem Licht. Jetzt mach ich es nochmal von gerade und geh mit der Hand hin und deck es zu. Noch höher als ob jetzt. Hi. Struggle. Schwarzer Schuh! Und jetzt mache ich ganz langsam und gehe nach außen so schieben. Da, dass wir es jetzt nochmal zugedeckt haben, kann ich es jetzt wieder so mit der Hand wegnehmen. Ich habe es wieder in der Hand und mache dann Slow Motion. Also ich mache jetzt Slow Motion und mache das vorne weg. Okay, ich habe eine Idee. Stuhl frei machen. Ups. Zu viel Equipment im Zimmer. Ich mache jetzt so eine Transition, die ich glaube Falco Punch oder so heißt. Das habe ich schon mal erwähnt. Ich mache sehr gute Transitions, weil ich irgendein Video gezeigt habe und die will ich jetzt auch machen. Die habe ich bisher nur einmal gemacht. Zum Beispiel hier so raus, merke mir den Punkt und komm von der anderen Seite rein. Verstanden? So hat er das irgendwie erklärt. Das versuchen wir jetzt einfach. Punkt merken. Weiß nicht, ob das gut war. Ups. So, ich habe mein Handy jetzt gedreht und kommt dann nochmal vom Kopf runter. Habe ich auch von Falco gelernt. Dankeschön. Das hat echt praktische Videos, Mensch. Oh.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. Smiles politely back at you, you stare politely right on through. Also ich habe jetzt 3 Musical.ly's gemacht und ich mache halt immer nur 3 und ihr seht, ich habe richtig viel auf privat, die ich noch hochladen muss. Und manchmal auch nur Songs. Oh mein Gott, das war damals auf der Filmpremiere. Ungefähr ein halbes Jahr alt ist mein ältestes Musical.ly. Ich lade die 3 Musical.ly's hoch, wenn ihr das Video hier seht. Also checkt dann mein Musical.ly ab. Was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, meine Anführungszeichen Tipps, was ich auch immer falsch mache, ist, wenn man das Handy am besten, wenn man das ausstreckt, weil dann hat man immer ungefähr den gleichen Winkel vom Arm. Und wenn man die Bewegungen langsam macht, weil ich mache die immer zu schnell. Und sonst, finde ich, muss man eigentlich gar nicht viel beim Musical.ly beachten oder so. Keine Ahnung, Text muss man nicht immer können. Ich finde es aber ganz cool, wenn man mal ein bisschen lacht oder wenn man halt ein traurigeres Lied hat, nicht lacht. So. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen und es hat euch irgendwie Spaß gemacht beim Zuschauen, es hat euch unterhalten. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Nein, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss und einen schönen Tag. Ich kann meine Verabschiedung nicht mehr. Tschüss.